Moin und bonjour. Lass uns mal über den Rebound-Effekt sprechen. Jeder, der Angst hat, kennt nämlich den Rebound-Effekt. Er bezeichnet das Phänomen, dass beim Versuch, ängstliche oder negative Gedanken zu unterdrücken, diese stattdessen noch stärker und häufiger werden. Im Prinzip wie ein Bumerang. Also wenn wir angstmachende Gedanken oder auch nur unangenehme Gedanken versuchen loszuwerden, stellen wir fest, die sind wie Schmeißfliegen. Sie kommen hartnäckig zurück und oft noch stärker als vorher. Und je mehr wir versuchen, sie loszuwerden, umso stärker kommen sie zurück. Und warum das so ist, ist ziemlich simpel. Dadurch, dass wir so dolle versuchen, sie loszuwerden, zeigen wir unserem Gehirn, dass diese Gedanken irgendwie wichtig sind. Und wichtige Gedanken darf man nicht verdrängen. Erst recht nicht, wenn an diese Gedanken starke Gefühle geknüpft sind. Also, wenn ich Angst habe, dann hat die Angst ja einen Grund, hoffentlich. Und dieser Grund findet sich in bewertenden Gedanken. Was die Angst nicht erkennen kann, ist, ob diese Gedanken Recht haben oder nicht. Die Gedanken sind übel, folglich ist das Gefühl übel. Und weil das Gefühl übel ist, wollen wir die Gedanken loswerden. Das ist so das innere Spiel. Wenn ich also negative Gedanken loswerden will, muss ich ihnen die Wichtigkeit nehmen. Und dafür muss ich verstehen, dass meine negativen Gefühle nicht Folge einer schlimmen Sache sind, sondern Folge der Gedanken, die ich mir zur Sache mache. So, jetzt die Masterfrage. Wie nehme ich den Gedanken denn ihre Wichtigkeit? Zumindest so viel, dass sie nicht zu so super starken, schlechten Gefühlen führen. Und ich kann euch sagen, wie ich das mache. Ich untersuche die Gedanken als erstes auf ihre Richtigkeit hin. Also, hat der Gedanke inhaltlich Recht? Und wie kann der Gedanke beweisen, dass er Recht hat? Und Gefühle sind keine Beweise. Als nächstes schaue ich, was kann ich tun, um das, was der Gedanke sagt, zu meinen Gunsten zu beeinflussen? Und mit dieser Frage shifte ich meine Perspektive vom ausgelieferten Opfer zum aktiv Handelnden. Und weil diese Gedanken eben Schmeißfliegen sind, muss ich das Ganze nicht nur innerlich machen, sondern am besten noch nach außen tragen, sprich schriftlich. Und ich weiß, das ist das Gegenteil von verdrängen. Wie blöd. Aber es ist nachhaltiger. Vor allem, wenn deine Gedanken so ganz dolle unterwegs sind und auch noch zum Katastrophisieren neigen, es also noch schlimmer ausmalen, als es im Moment de facto ist. Und glaub mir, ich mache das auch so. Und wenn es sehr, sehr lästige Rebounder sind, dann schreibe ich das auf. Also was ist die Sache? Was ist mein Gedanke dazu? Warum macht mir der Gedanke Sorge oder sogar Angst? Hat der überhaupt in dieser Intensität Recht? Und was kann ich tun, um das zu beeinflussen? Und wenn ich das durchlaufen habe und wenn ich das aufgeschrieben habe, dann mache ich danach etwas Körperliches. 15 Minuten Yoga, was putzen, spazieren gehen, egal was. Ich gebe meinem Körper die Chance, mir zu helfen, den inneren Stress abzubauen. Das kann der nämlich ganz fabelhaft durch Bewegung, nicht durch Sofa und Chips. Bewegung ist wirklich eine fantastische Waffe gegen Grübeleien und Schmeißfliegengedanken. Ich gebe euch ein persönliches Beispiel von mir unlängst. Situation war und ist, die französische Steuererklärung stand an. Gedanken dazu waren, oh Gott, wie geht das? Das kriege ich alleine nie hin, ich schnall das nicht. Ich habe es ja in Deutschland auf Deutsch schon nicht geschnallt, ich brauche Hilfe. Aber wo finde ich bloß einen Steuerberater in Frankreich, der wenigstens Englisch kann? Außerdem gibt es hier gar keine klassischen Steuerberater, es gibt nur Steueranwälte. Und das deutsche Finanzamt stresst mich auch noch mit diesem Länderwechsel. Und hoffentlich habe ich das jetzt alles richtig gemacht. Und mit den Rechnungen und dem Reverse-Charge-Verfahren. Und ist meine Mikrounterprise wirklich richtig angemeldet? Und habe ich jeden Monat die Renten- und Krankenkassenbeiträge richtig berechnet und abgeführt? Oh, wenn ich das was falsch gemacht habe und eine riesen Nachzahlung bekomme. Und in den Facebook-Gruppen lese ich auch nur so Horror-Stories. Und die haben ja auch alle keine Ahnung. Und die Gefühle zu diesen Gedanken könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Vor allem, wenn man wie ich aus Deutschland so das Feindbild Finanzamt mitgenommen hat. Also Sorge, manchmal auch Angstspitzen, so innere Unruhe, Hilflosigkeit. Es war eine Gemengelage aus all dem. Und dann habe ich es auseinandergenommen. Erstens,
Casey, du bist nicht dümmer als andere Deutsche, die nach Frankreich gezogen sind. Zweitens, du fragst jetzt rum nach einem französischen Steueranwalt, der Englisch kann. Notfalls musst du die Steuerformulare alle selbst übersetzen und mit deiner Französischlehrerin durchgehen. Es gibt keine Beweise dafür, dass du bisher grobe Fehler gemacht hast. Selbst wenn du Fehler gemacht hast, hast du aber immer die entsprechenden Prozente an Krankenkasse, Rentenversicherung und Umsatzsteuer bezahlt. Denn Prozentrechnung, Casey, kannst du. Das ist kein Hexenwerk. Die Behörden-Websites haben dir keine Eingabefehler rückgemeldet. Selbst wenn also Sachen falsch sein sollten, können es keine groben Schnitzer sein. Und du hast Rücklagen und kannst es auch auffangen. So, und aus diesen Gedanken heraus bin ich ins Tun gekommen und habe alle, die ich hier kenne, die wie ich Ausländer sind und ein Business haben in derselben Gesellschaftsform wie ich, die habe ich gefragt, wie die das machen. Und siehe da, so habe ich einen französischen Steueranwalt gefunden, der Englisch spricht und der auch ganz selbstverständlich über Zoom arbeitet. Und mit dem habe ich die Erklärungen ausgefüllt. Und dann ging es mir erstmal gut. Bis vom Finanzamt eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter war, die ich nicht verstanden habe, die ich also runterladen musste, per WhatsApp an meine Französischlehrerin zur Übersetzung schicken, um dann zu erfahren, dass mein französischer Steueranwalt Fehler gemacht hatte und doch noch einiges fehlte. Eine super Übungssituation, um meine Sorgen wieder zu reaktivieren. So, stattdessen, ich bin ins Tun gekommen, ich habe mir alle Formulare runtergeladen, ich habe sie mir übersetzt, ich habe sie selbst ausgefüllt, was mich 3 volle Tage gekostet hat. Dann bin ich sie anschließend nun mit einer deutschen Expertin durchgegangen, die Auswanderern nach Frankreich hilft. Dann habe ich ein neues, nettes Anschreiben fertig gemacht fürs Finanzamt, um Verzeihung gebeten, weil es halt meine erste Erklärung ist und so weiter und so fort. Und das Ganze habe ich beim Finanzamt eingeworfen. Und damit habe ich alles in meiner Macht Stehende getan. Der Punkt ist, jetzt habe ich keine Angst mehr, weil diese 3 Tage Formularschlacht dazu geführt haben, dass ich nun viel besser verstehe, worum es wie geht. Es ist immer noch herausfordernd, keine Frage. Und ich finde das Thema immer noch unangenehm. Aber ich habe auf alle drängenden Fragen habe ich Antworten und Hilfe bekommen und damit ist die Angst weg. Was es also braucht, um ängstliche Rebound-Gedanken in Schach zu halten, ist einmal die theoretische Auseinandersetzung und dann die praktische. Nur eine Sache funktioniert wirklich gar nicht und verschlimmert es auf Dauer noch. Und das ist Verdrängen. So, was sind eure Schmeißfliegen-Rebound-Gedanken? Schreibt sie mir in die Kommentare, gerne auch ausführlicher per Mail. Ich liebe sowas, ihr wisst schon, Fallbeispiel. Dann seziere ich sie in einem meiner nächsten Videos. Wenn ich weiß, was ich mit Fallbeispiel meine, auf meine Website auf bettercallcasey.de unter den Link Fallbeispiel und Podcast heißt, glaube ich, da findet ihr alle Infos dazu. Das war's für heute. Wir sehen uns unter der Woche bei Insta. Wer Bock auf mehr Sezieren von echten Menschen und Problemen hat, der höre gern bei Spotify rein in meine Fallbeispiele oder wartet bis nächste Woche. Dann sehen wir uns beim nächsten Video, hören uns im nächsten Podcast. Ihr wisst schon, quasi überall. So viel für heute. Habt noch einen schönen Sonntag. Macht's gut.